Hallo, Mahlzeit. Schwere Zeiten. Sympathische junge Männer. Genie und Wahnsinn haben sich heute auf unserer Couch hier wieder eingefunden. Wer welchen Part übernimmt, müsst ihr später per TED abstimmen. Und oder machen wir 0,79. einfach Daumen hoch, Alex, Herz den Sören. Ah ja, ist gut. Ja. Dann hat ein Anti-Fanclub Bei wieder sich dir? aufzuregen, wenn du Herzchen bekommen hast. Genau, ja. Ah ja, stimmt, ja, Anti-Fanclub. Ja, genau. Also, wie war das? Also, über meine Hater darf ich offen reden, haben wir gesagt. Ja, aber es gibt ja Wichtigeres. Zum Beispiel, der Alex hat sich noch nicht Blut abnehmen lassen. Und ich glaube, das mache ich demnächst auch. Das ist ja schon der zweite Fall, von dem ich das gehört habe, in meinem unmittelbaren Freundeskreis, dass man, also auf Verdacht, also ich bin noch nie getestet, so, da lege ich sehr viel Wert drauf, weil ich ziehe das irgendwie durch, so lange wie es geht. Und ich vermisse auch nichts großartig. Was wollte ich sagen? Also ungeimpft, ungetestet. Aber es gibt die Möglichkeit, das Genialste wäre ja eigentlich genesen. Und da gibt es anscheinend die Möglichkeit, dass man sich Blut abnehmen lässt und dass 20 die Euro dann, angeblich. ja, das würde ich vielleicht sogar mal riskieren, weil es gibt Leute wie in Alex zum Beispiel, ja, vielleicht möchte ich das selber mal ausführen. Also, ich habe mich vor einer Woche ungefähr gegen Zecken impfen lassen, was ich witzig fand, dann so da so ein Pflaster zu haben, damit alle denken, der gehört auch dazu zu uns. In Wirklichkeit war es gegen Zecken. Habe übrigens rein gar nichts gespürt, weil ich auch in meinem Garten eigentlich permanent von den Insekten trainiert werde und mein Ja. Immunsystem deswegen wahrscheinlich ziemlich gut ist. Gerade heute war wieder einer da, der hat gesagt, hey du, deine Spare Ribs neulich, die wir übrigens alle gegessen haben, auch ich am meisten. Ich habe gar nichts mitbekommen, der hat eine Lebensmittelvergiftung anscheinend bekommen. Also tut mir leid, aber War der ich will jetzt auch geimpft? nicht sagen, dass es von mir kommt, weil ich habe ja eben nichts abbekommen. War der Lange, geimpft? keine Ahnung. Oh. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dieses Blut abgenommen und dann kam das Ergebnis. Das wird auf Antikörper untersucht. Und wenn man frisch geimpft ist, logisch, dann hat man ziemlich viel, weil das unterstützt das ja angeblich. Und dann hat man so auf einer Skala bis 250, 250. Und bei meinem Fall gab es noch 13. Das heißt, alles, was höher ist wie 0, bedeutet, der Typ hatte Kontakt und je geringer es ist, desto länger ist es her gewesen. Aber man gilt dann praktisch nicht lebenslänglich genesen, gell? Das ist auch so ein Punkt. Ja. Wenn das relativ neu ist, dann gilt es für ein halbes Jahr. Und wenn Ja. man dann zurückrechnet, das war so vor 3 Monaten, dann gibt es eben Ja. noch 3 Monate. Und die Frage ist halt, in meinem Fall war es nämlich interessant. Ich habe es A absolut nicht gespürt. Ein Bekannter von mir hat es gehabt, der hat dann 3, 4 Tage Unwohlsein gehabt, auf einer Skala zwischen 0 und 10 eine 2 bis 3, also jetzt nicht so schlimm. Aber ich habe gar nichts gespürt und ich habe, obwohl ich engeren Kontakt in meinem Umfeld habe, also meine Tochter schaut bei mir öfters vorbei, dann hockt sie neben mir und wir schauen gemeinsam Fernsehen, ähnlich wie beim Sören und mir momentan. Und Ja. den Sören habe ich auch dann und wann besucht. Ich habe niemanden angesteckt, obwohl ich infiziert wurde. Und Ja, das ich hoffe, du Ganze, hast mich angesteckt, weil ich will das auch haben. Also ich werde mich demnächst, die Dosvariante, wie also nennt ich man habe im die? letzten Jahr auch viele Symptome gehabt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es wäre ein Alkoholentzug, aber vielleicht war das ja Corona. Und es wäre natürlich perfekt, weil dann könnte ich, aber es ist schon zu lange her wahrscheinlich, ja. Das wird so Oktober rum gewesen sein. Wie gesagt, jetzt minus 8 bis 10 Monate, Oktober, Dezember. Da muss ich es anscheinend gehabt haben. Und wiederhole, keinen angesteckt, nichts gespürt und der Körper ist offensichtlich damit zurechtgekommen. Also Pillepalle eigentlich. Und von diesen Geschichten gibt es mehrere wissenschaftlich nachgewiesen. Das könnte ich theoretisch auch, indem ich da mir vom Arzt das Schwarz auf Weiß geben lasse. Ja. Aber das ist natürlich nicht so konform. Und Fakt ist, manche Leute reagieren eben äußerst schlecht mit dieser Beatmung und sowas. Das will ich gar nicht außer Frage stellen. Ja. Aber glücklicherweise bei mir. Es gab da noch eine andere Geschichte. Das war jetzt vorletztes Jahr im Sommer. Da hat ein Bekannter von mir gedacht, er müsste seinen Geburtstag bei 35 Grad feiern auf der Neckarwiese in Heidelberg in Wieblingen und hat Mettbrötchen mitgebracht, ungekühlt. Und ich habe gleich 2 gegessen, alle anderen nur maximal 1. Ich habe weniger wie 23 Stunden gebraucht, bei denen ich mich zugegeben, du kennst Ja. die Geschichte, nicht sonderlich wohl gefühlt habe. Oh. Aber
die anderen Details lasse ich mal weg. Also es war wirklich nicht angenehm, mhm. aber danach war das Thema erledigt. Ich habe 2 Stuhlproben dem Gesundheitsamt geschickt. Die erste war ziemlich heftig. Die Stuhlprobe haben wir auch hier. Ja. Und die zweite war dann wieder vollkommen normal. Die war wenige Tage danach, als mein Arzt den Zettel vom Gesundheitsamt gesehen hat, weil die müssen bei so Proben das dem Gesundheitsamt melden, wenn so richtig heftige Sachen dabei gewesen sind. Bakterien sind es eher. Ja. Keine Viren. Der wollte dann gleich Antibiotika, oh, den muss man retten. Und ich dachte so, hallo, mir geht's gut. Oh, ja. Und dann haben wir das natürlich lassen können. Unglaublich. Und auch bei dieser Geschichte habe ich auch niemanden angesteckt. Ich habe jetzt auch neulich einen Arbeitskollegen gehabt, also mit dem habe ich einen Umzug gemacht. So, und ein sehr sympathischer Türke. Und der hat gesagt, der hat es wohl gehabt. Der will sich zwar trotzdem impfen lassen, was für sich. So richtig überzeugt ist der auch nicht. Der macht es halt, was für sich. Und der hat also gesagt, so, Corona ist besser als Grippe, weniger Nase laufen und so. Also das fand ich jetzt auch mal wieder einen spannenden Tatsachenbericht vor der Megaseuche, vor der wir alle seit 16 Monaten in Angst und Schrecken leben und jeden Morgen über Leichenberg stolpern, wenn wir überhaupt noch uns vor die Haustür trauen. Naja, zum Thema insgesamt haben wir uns, glaube ich, ein paar Mal geäußert und da können wir ja so ein bisschen fast nahtlos überschwenken zum Thema von der Flut da. Wir warten übrigens jetzt schon auf die nächste Flut, aber das hat wieder ja, da draußen geht es so. Ab. Da tut sich von zwei und, Seiten zusammenziehen. Ja, ja. Wenn das hier fertig ist, werde ich wahrscheinlich glitschnass. Habt ihr irgendwie so ein Plastik, was ich mir, also wenn es geht, größer wie ein Kondom? Ja, ich denke mal. Ja, wir haben doch, das hat doch mal von Schirmen gewimmelt. Ja, also Kinderschirme ja. habe ich 2 Stück da, ja. Ja, zum Beispiel. Den wollte ich im ersten Kinderschirm mit Benjamin Blümchen oder sowas gelaufen lassen. Nein, ganz schönes, nee, was so richtig sehr gebogen ist. Nein, ganz schön. Ohne ja. Dinosaurier. Ich weiß, ja, irgendwie. So, ich weiß, bringt wir bringen, bring, ja, zeig mal bitte. Wir bringen die schon in trockene Tücher. Da kommt sogar, da passt Bibi und Tina, obwohl das könnte ich dann der Lotta geben, die ja. wird sich dann freuen. Nee, damit der Alex, wenn er heute Abend zu Hause nein, ist, sagen will, kann, dass er ist immer ich noch nach Hause nehmen kann, nicht was ja. ich wieder zurückgeben muss. Muss ich ja auch lohnen, hierher zu kommen. Genau. Ja, du kannst ja auch mal wieder kommen. Das ist doch wirklich. Ja, mit dem Einhorn. Einhorn das ist ja, aber, genau. Da komm, zeig das mal hier. Schau mal, da machen wir ja so da machen wir ja glatt dem Love Priest Konkurrenz hier. Da schaut mal hier die liberalste, weltoffenste Talkshow mit maximal 10 Zuschauern der Welt. So. Okay. So. So. Jetzt habt ihr das auch gesehen. Genau. Also, du, ey, das ist einfach so eine, meinetwegen Müllbeutel. Das ist ja cool mit Müllbeutel. Ja, Müllbeutel kannst du mir sagen. 2 Augenlöcher, weißt du, und dann ja, ein Müllbeutel. Auch. Ja, ja, das wäre cool. Auch. Ja, ja. Geil, ja. Ja. Die Augenlöcher sind wichtig. Ja, sicher. Für den Mund ist nicht so wichtig, dann kann ich vielleicht auf die Maske verzichten, oder? Das ist irgendeiner aber mitbekommen. Das ist eine Idee, das stimmt. Ja. Ja, achso, ich wollte auch noch was wegen Corona sagen. Also, wie gesagt, da war hier in Edding ein Konzert und jetzt gut, ich weiß auch nicht. Also ich meine, es ist schon ganz nett, wenn so die lokalen Matadoren hier mal auftreten und so. Und ich habe aber schon auf Plakat gelesen gehabt, geimpft, getestet oder genesen. Und weil ich das irgendwie cool finde, noch nie getestet worden zu sein, ich meine, ah nee, dafür ist es so wichtig, ist man es auch wieder nicht. Ich habe sogar als Soundgast von draußen, konnte ich ein bisschen zugucken und so, habe sogar einen Kollegen getroffen, der da auch Musiker ist und der selber auch, also kritisch denkt über die ganzen Dinge und so und der selber, der war anscheinend nicht getestet, aber das hat er irgendwie geschafft, anscheinend müssen die Musiker sich nicht testen lassen, was weiß ich, wie das läuft. Aber das war mir einfach zu albern, für mich wäre allein schon, dass mich jetzt deswegen bloß testen lassen, für mich jetzt schon wieder ein fauler Kompromiss. Ja, aber du hast den Eintritt gespart und hast trotzdem auch Kontakt noch. Zu den und wichtigen Leuten. Ja, im Prinzip schon. Also, ja, und ich habe dann auch gedacht, komm mal, also, aber ich habe dann, ich war noch eine ganze Weile draußen nachdenklich gehockt, ich habe auch schon gesehen, wie so ein paar Securities, vielleicht habe ich mir das auch eingebildet, so ein bisschen zu uns geguckt haben, ja, die machen es aber einfach durch, die gucken jetzt von dort zu oder was weiß ich. Oder weil ich da neulich auch mal in der Kneipe hier, da war ich also am Stammtisch da irgendwie zwischendurch mal der Einzige, der wusste, was mit Corona wirklich los ist oder der zumindest die besseren Argumente hatte, um den Wahnsinn von ARD und ZDF was entgegenzuhalten und mit Unterstützung von meiner werten Gattin natürlich. Aber ich habe die dann alle gegen mich gehabt und so von wegen, jo, und wer Corona leugnet, erstens mal, ich leugne nicht Corona, ich weiß, dass es den Virus gibt, den gibt es übrigens schon seit über 10 Jahren, ist sogar schon patentiert worden, lange bevor hier Alarm geschlagen wurde und Kram, in einem Asterix-Heft von sehr langem her, da wird schon eine, weil es ja auf Virus, da haben doch immer die Römer irgendwelche lustigen Namen, und da heißt tatsächlich schon einer Coronavirus, also das ist alles nichts Neues. Und natürlich
fleucht da mal wieder irgendwas rum und es mutiert auch andauernd, so wie das bei jedem Virus ist. Deswegen ist es auch Quatsch, sich gegen Grippe zu impfen, weil dann kannst du dich im Prinzip alle 2 Wochen gegen die neueste Variante impfen lassen, bla bla bla. Also ich bin davon überzeugt, ach, jetzt haben wir 3, zufällig, das sind aber wirklich, also ich sitze gar nicht mehr so oft im Wohnzimmer, ich bin eigentlich bloß noch im Bett. Und hier, zum Beispiel das sehr empfehlenswerte Ausgabe vom Kompaktmagazin über den Great Reset. Wer davon noch keine Ahnung hat, der soll sich das echt mal angucken oder mal Great Reset googeln. Für alle, die es noch gar nicht kapiert haben, Telegram ist das neue Westfernsehen, also auf Telegram. Und dann klickt euch da mal ein bisschen durch und dann kommt ihr da schon richtig und habt keine Angst davor, also von wegen die Ultrarechten oder sonst was, das ist alles Quatsch. Das ist Propaganda von ganz oben und glaubt mir, die Leute, so wie wir früher immer über die höheren Steuern gemeckert haben, auch da hat keiner ein ernstes behauptet, dass die Regierung es gut mit uns meint. So kannst du halt mittlerweile auch bei allen gesundheitlichen Maßnahmen davon ausgehen. Und auch bei dem ganzen Schwachsinn mit Klimawandel und so. Das fand ich super die Woche. Also ich fand es nicht super, dass es da gekracht hat. Und ich fand es auch nicht super, dass da Leute gestorben sind, um Gottes Willen. Und das war jetzt wirklich mal in Deutschland Bilder haben, die man eigentlich bloß aus Bangladesch kennt. Aber dieser Rattenschwanz an übelstem Missbrauch von diesem Schicksalen da, und zwar von leitenden Positionen. Ich meine jetzt nicht, dass da Patrioten hingegangen sind, um da zu helfen, die da teilweise wieder weggeschickt wurden und so. Also ich meine, wenn mir jetzt gerade einer hilft, dann frage ich doch nicht als erstes nach einem Parteibuch. Ich freue mich darüber jeden, der mir hilft, und zwar freiwillig, unentgeltlich, und der dabei teilweise selber noch ja, zumindest mal wirklich vollen Einsatz zeigt, vielleicht sogar sein Leben riskiert. Also diese Heuchelei, und dann haben da manche andere Parteien nichts Besseres zu tun, als dann wieder, sagen wir mal, alles vom Klimawandel und so. Und das, also die Kameras sind immer so gestellt, damit man nicht zufällig einen Schwenk mitkriegt am Nachbarhaus, wo dann schon die Pegelstände aus dem 14. oder 15. Jahrhundert stehen, wo es schon mal wesentlich höher war, zum Beispiel. Also es kommt Gott sei Dank in Deutschland sehr selten vor, solche krassen Überschwemmungen, aber es hat nichts mit irgendeinem Klimawandel zu tun. Klimawandel leugne ich auch nicht, gab es schon immer. Es gab schon mal Eiszeiten, für alle, die es noch nicht gewusst haben und so. Waren daran die Fürze von den Dinosauriern schuld? Oder höchstwahrscheinlich, die ja. Sintflut ist also nicht bloß bibelfesten jungen Männern wie mir ein Begriff, sondern in sämtlichen Kulturen, die bestätigen, dass es wohl mal einen riesen Sintflut gegeben hat. Und da, das lag vermutlich an der katastrophalen CO2-Bilanz. Weil Noah zum Bau der Arche Kohlekraftwerke benutzt hat. Was sonst? Womit würdet ihr eine Arche bauen? Natürlich mit Kohlekraftwerken. Deswegen also kam es damals zur Sintflut. Hätten wir damals die Grünen gehabt, wäre das alles nicht passiert. Und dann wäre Gott auch nicht so sauer gewesen, weil dann hätte es ja auch keine Unzucht gegeben. Dann hätte es nur 2 Geschlechter gegeben. Ach nee, gerade das wollen ja die Grünen nicht. Huch. Okay, ihr merkt schon, es führt eigentlich mittlerweile immer mehr, der ganze Wahnsinn. Es geht wirklich um einen Kampf zwischen Gut und Böse, gell? Machen wir uns nichts vor. Also die da oben, das ist eine korrupte Mafia. Und ich bin mal gespannt, jetzt haben wir noch 2 Monate Merkel, aber die hat anscheinend ihren Job erledigt. Und ich weiß nicht, wie... Ja, danke Merkel, wie, also, dass ich das nicht machen musste, diesen Schlamassel. Ja, also ich weiß nicht, wie ich in ihren Schuhen reagiert hätte. Ich gehe natürlich von aus anders, aber es ist anstrengend und dafür sage ich danke. Aber die Entscheidungen und die Art und Weise, das sage ich natürlich, es könnte besser gehen. Ja, zum Beispiel, indem das alles nicht passiert wäre. Wenn sie 16 Jahre lang überhaupt keine Entscheidung getroffen hätte, dann würde das Land besser aussehen als jetzt. Die hat doch eben nur die Fahne in den Wind getan. Von Entscheidungen kann man doch eigentlich dann nicht. Dann war es halt die Fahne vom Great Reset. So kann man es natürlich auch sehen, ja. Also von, ja, von wenn es interessiert, da lest euch da mal ein bisschen ein so, und habt keine Angst davor alternativen Medien, das kann ich halt immer bloß wieder sagen. Und oder auch wenn er mir auf Facebook folgt, also da kommt er dann, kriegt er dann schon die richtigen Trigger-Dinger, und die Leute, die es bei 100 kapieren wollen, da bin ich eh ein Nazi-Hippie, da wie es heutzutage heißt. Also das, bei mir im Garten waren neulich Hippies. Das beeindruckt mich überhaupt nicht mehr. Ja, ich weiß, ich war ja da. Aber am besten ja. Erzähle ich die Geschichte jetzt nicht nochmal. So. Das war die andere Geschichte, da war der nicht dabei. Ne, leider. Das war, ging ab hier. Oder? So richtig hippie. Ja, was war los? Nein, das kann ich jetzt hier nicht so online sagen. Achso, also doch Unzucht. Ja. Ich sage nichts dazu. Nächstes Mal gehen wir hin, gell? Das sind natürlich alles Erwachsene gewesen. Wo sind wir denn, hey? Ja. Dieser in einem Puff. Ah ja, schön. Was?
War das jetzt ein Kommentar auf das Video? Oder? Ist jemand mit Dieter hin? Komm, sag mal Unzucht. Wenn einer mal das Eis bricht, dann öffnen sich auch die Schüchternen unter euch. Was, ey, das kann ich auch nachher erzählen. Ja, aber ja, genau, also was ich meine mit Heuchelei, so dieses, und jetzt heißt in Mainstream Medien, dass halt, das ist aber jetzt nicht aufs Video, oder? Nee, ich denke mal nicht. Also das kriegen ja gerade irrittierende Nachrichten. Das Ausland meldet sich bei mir also, daneben. Also schön, dass es auch anderen Menschen gut geht. Immer. Normalerweise sagt man ja, no news are good news, aber manchmal trauen sich Leute auch wiedergewonnene Lebensfreude gleich mitzuteilen im Messenger und so. Erlebnis haben wir hier gerade. Ja, was gibt es denn sonst noch, außer die Geheimsachen? Die ja, aber das wollte ich nochmal sagen, da, also dass diesen ganzen, ach Gott, dann so von wegen, dann hocken sie da, also das mit dem Laschet hat da ja alle gesehen, so, dass der sich auch, also wenn man das nicht auf die Reihe kriegt, ich schaffe es sogar bei der Beerdigung von einem Todfeind, 5 Minuten lang die Klappe zu halten und nicht noch blöd zu grinsen, also wirklich. Also wenn man das nicht auf die Reihe kriegt, wo ja, alle Kameras... Ja, aber offensichtlich also, kann er sich es erlauben, sonst hätte er es nicht gemacht. Ja, das kann natürlich sein, dass die und wissen... Und die CDU ist ja immer noch... Dass die wissen, dass wir... Ja gut, aber die Bevölkerung ist doch dann wirklich selber schuld. Also dann kann man doch echt sagen... Ja, aber das bringt ja auch nichts so... Ich hab's die Bitte verdient. Nein, aber da muss man mal sagen, also ich meine, wenn die Regierung schon so, wenn die schon alle so abgehoben sind, so, dann... Ja, hi Boris, schön. Und, was wollte ich sagen? Ja, wenn, also wenn das dann schon so abgedreht ist, oder? Also dann... Da muss doch wirklich irgendwann der Letzte kapiert haben, was hier los ist. Ich habe da heute noch einen ganz erschütternden Bericht gehört von einem, die sind da, also die sind auch da am Helfen gerade. Und also auch aus der patriotischen Szene wohl. Und Aufgewachte, die also jetzt Corona halt auch nicht für die Mega-Seuche halten, bla bla. Aber die haben dann da irgendwie sich noch auf zu Fuß durch den Wald zu einem Dorf da irgendwo in, also ich denke mal auch so Großraum Ahlweiler oder wie es heißt, gemacht. Und da sind ihnen Leute entgegengekommen im Wald. Die haben geheult, erwachsene Männer. Und gesagt, ey, wir dachten, ihr habt uns vergessen. Seit nach 4 Tagen in Deutschland. Hat es noch keiner geschafft, im Helikopter dumm zu gucken, ob es da noch irgendwo Überlebende gibt? Das ist doch unvorstellbar, oder? Deutschland, also ist eben Deutschland. Wir haben doch überall. Das ist Deutschland. Also wir haben doch total Überwachung und was weiß ich was und so. Und dann ist das nicht möglich, dass man die da, also wir haben doch hier keine großen Wüstengebiete, so wie die unüberschaubar sind oder irgendwas. Also unglaublich. Und ja, die halt heilfroh waren, dass da noch Leute waren, die denen noch Lebensmittel gebracht haben, was weiß ich. Das ist natürlich alles ein Riesenchaos. Aber ich denke halt, und da sind wir jetzt auch noch bei so einem Punkt, so hat es jetzt Gott zugelassen oder hat es Gott sogar geschickt, jetzt muss ich mal kurz fromm werden. Also die Frage stellt sich jetzt, wir da haben auch gestern im Hauskreis drüber gesprochen. Also ich denke, ich meine, zugelassen hat das offensichtlich, sonst wäre es ja nicht passiert. Und das war nicht der Klimawandel. Ich denke, es gibt erstmal, man kann es so und so interpretieren. Also ich sehe es halt auch so, ich habe 2 Wochen vorher, glaube ich, noch Witze drüber gemacht, von wegen, wo das ganze Tamtam war mit Dingen. Oh, super, Boris. Finde ich gut. Fährst du da direkt hin, ist ja geil. Und ja, finde ich richtig gut, voller Einsatz. Was wollte ich sagen? Dass man, ja gut, die haben also mit das ganze Tamtam mit der Regenbogenfahne damals und so und da gegen dem Spiel gegen Ungarn, weil der böse Orban vorgeschlagen hat, dass die alten Schulbücher eigentlich gar nicht so schlecht waren. Da, wo es Mami und Papi gibt und sonst nichts. Also Vater, Mutter, Kind, was ein paar Jahrtausende lang sich bewährt hat, das Konzept. Übrigens biblisch empfohlen. Und dass man da, Kaffee ist also, übrigens gut. Ja, hervorragend. Das sind die Schulbücher eben nicht. Ja, und das ganze Theater da mit Regenbogen, bla bla und so. Und wir haben uns alle lieb, Genderkram, was weiß ich. Also es kann sowieso jeder machen, was er will. Aber dass man das alles so propagiert, das ist ja schrecklich. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, diese ganze Bewegung, die hat mit dem Regenbogen die Fahne von Gott geklaut. Und der wird sie sich irgendwann wiederholen. Ja. Und so. Und jetzt, wo auch so viel über Klimawandel und Wetter gesprochen wird, jetzt, von jetzt auf nachher, einfach mal voll reingehauen und so. Mitten in Europa, da wo es keiner vermutet hätte. Und jetzt machen sie alle große Gesichter und die einen schieben es wieder auf den Klimawandel und das ist alles eine Rechnung, die irgendwann mal... Ja, an was liegt denn, dass es da bei Schuld, wie das anscheinend heißt, eine krasse Überschwemmung gab? Also ich glaube vor allem, erstens mal hat das Frühwarnsystem entweder völlig versagt oder es wurde mit Absicht nicht weitergeleitet. Die haben nämlich vor 4 Tagen, also die hatten schon Warnungen, okay, dass es da richtig kacken kann. Bekannt, erster Punkt. Also das muss heutzutage nicht mehr die gleichen verheerenden Schäden geben, wie das vor ein paar hundert Jahren war. Wo sowas in der Gegend auch schon passiert ist, weil es halt blöd gelegen ist und was nicht. Da kann man natürlich auch nicht auch mit modernen Dingern, Flussbegradigung, wie heißt es, wenn alles zu betoniert ist? Versiegelungen und so, danke, zu tun haben, klar, aber also dieses Chaos hätte nicht sein müssen, das hätte man verhindern können.
Da gibt es auch Bilder von Talsperren, die hätten sie ja vorher schon mal ablaufen lassen können, damit sich doch wieder neues Wasser drin sammelt, damit es nicht ganz so reinschlägt. Okay, das wurde nicht gemacht, zum Beispiel. Und vierter Punkt? Fällt mir noch was ein. Also warum es überhaupt passiert ist? Ja, das Ganze. Ja? Mir fällt noch was ein, und zwar ist vorhin gesagt worden, dass auf einmal ganz arg viele Baby- oder Kinder, Kleinkinderleichen hergestellt wurden. Und keiner weiß, wo das herkommt. Jo, Schatzi, wir wissen aber auch noch nicht, woher die Information kommt. Ja, Entschuldigung, also das aber... das will ich jetzt nicht so... Ja, dann lass ich es. Ja, also, da bin ich noch nicht überzeugend. Ja, dann lass ich es. Also, was halt auch ein Punkt ist, ist, das habt ihr nicht genannt, indem man... Ja, das sehe ich ähnlich, Boris, das stimmt. Naturgewalten, ja, sowas passiert eben immer noch. Ja. Die Felder düngt mit Chemiedünger und mit Pestiziden und Herbiziden bombardiert. Ja. Zerstört man die Bodenflora oder wie sich das nennt. Ja, ja. Das heißt, wenn da so viel Boden ist, sind meinetwegen 20-30% abgestorbene Pflanzen, Bakterien, Würmer, Insekten. Mhm. Und ihr müsst es euch vorstellen, jetzt fehlen die, weil die alle abgetötet werden. Dann ist der Boden auf einmal nur noch so. Und um einiges komprimierter. Ah ja, und also wenn es dann auch noch ein bisschen trocken ist, dann ist der hart wie Beton. Also auch schon wieder Versiegelung quasi. Ist es letztlich ähnlich wie Versiegelung, genau. Das heißt, der Boden nimmt nicht so viel Wasser auf. Und oberirdisch, Erosion, geht viel weg. Und wenn das natürlich bei weiten Landschaften ist, die über Jahrhunderte das Wasser aufgenommen haben und sich deswegen dort Siedlungen gebildet haben, weil dieser Effekt gar nicht vorhanden war. Und jetzt auf einmal auch durch die schweren Maschinen, früher ist der Bauer mit seinem Gaul und mit seinem Ochsen drüber und jetzt sind das so krasse 30 Tonnen Geräte, die immer alles... Dann fließt eben einiges oberirdisch ab, sammelt sich und dann noch diese Trichterfunktion, die eigentlich auch bei Heidelberg ist, deswegen hat es ja die Altstadt deutlich mehr erwischt, wie jetzt meinetwegen Weinheim, was ja natürlich keinen Neckar-Durchfluss hat. Das sind auch so Faktoren. Und ja, witzigerweise, das soll jetzt keine Huldigung an die bessere CDU sein, aber der also Friedrich Merz... Also der Friedrich Merz hat darauf unter anderem zum Teil aufmerksam gemacht. Nicht so detailliert wie ich natürlich, aber immerhin. Und das wird im Allgemeinen natürlich nicht so in den Fokus gestellt. Auch gerade diese Frühwarngeschichte, dass da 4 Tage vorher Bescheid die Leute wussten und einfach nichts gemacht haben. So von wegen, ah, da ist Jahrhunderte nichts passiert, da wird jetzt auch nichts passieren. Nicht unnötig Alarm schlagen und so weiter. Das sind so Punkte da, die durchaus... Und das ist das Tolle an dem Ökobau. Ich kaufe seit neuestem eigentlich ausschließlich Biomilch oder Milch, die von glücklichen Kühen ist, wo dann der Stall maximal mit 27 Rindern voll ist und die auch mal auf die Weide gehen können. Das ist halt 30 Cent teurer im Allgemeinen. Das sind, sage und schreibe, 50%. Aber jetzt, wo ich das gemacht habe, will ich eigentlich nicht zurück zur typischen Haarmilch, wo die Viecher echt massenhaft im Stall stehen. Aber auch das hat einen Rattenschwanz als Folge, weil damit die Kühe Milch geben, müssen sie geschwängert werden. Und wenn dann das Kalb da ist, wenn es ein Männchen ist, wird es früher oder später geschlachtet. Wenn es ein Weibchen ist, kann es später auch wieder Babys bekommen, sprich, die können länger leben. Milch geben. Ja. Und wer Milch trinkt, zwingt mehr oder weniger die Landwirtschaft dazu, massenhaft Kälber, die nicht lang gelebt haben, zu schlachten. Und das ist auch eine traurige Sache. Auch die ganze Zeit diese Geschichte mit Eiern. Wer Eier isst, der weiß genau, die männlichen Küken wurden seit Jahrzehnten geschwängert. Ich würde schon unter der Trump-Flagge sagen. Ja, aber das schadet auch nicht, wenn da mal ein bisschen Höheres geredet wird und nicht nur, was so 1:1 verstehbar ist für wirklich auch Leute, die jetzt nicht den Mega-Intellekt haben. Muss man sich dann halt 2-3 Mal anschauen und dann haben es die einfach Gestrickteren auch auf die Reihe gebracht. Mir geht es auch so, ich schaue mir gerne Serien an, da gibt es auf Amazon Prime The Boys. Das habe ich mir auch 2-3 Mal angeschaut. Also du wolltest darauf hinaus, dass die männlichen Küken geschreddert werden. Ach komm, das haben wir schon gesagt. Aber das ist... Ja.
Ich sag mal so, es ist sehr viel schlimmer, dass menschliche Wesen umgebracht werden. Ja, natürlich. Das ist für mich Abtreibung, das ist ein neues Thema. Ja. Aber der Punkt ist, Küken, wenn du Eier isst, dazu brauchst du nun mal Legehennen. Und die männlichen machen nun mal keine Eier. Ich weiß. Ja, da würde in Deutschland, wenn man das nicht machen würde, überall Hühner rumlaufen. Man könnte die natürlich frei lassen und so weiter, aber dann kannst du nicht mehr Auto fahren, um ohne wenigstens 2-3 Hühner auf dem Weg von Edingen nach Mannheim plattgewalzt zu haben. Weil was machst du mit denen, auch mit den Kälbern? Das sind ja, all die plattgewalzten Sachen. Könnte man ja auch noch essen. Da kommt dann der Habicht und freut sich und sowas. So schlimm ist es auch wieder nicht. Ja. Aber es ist wirklich alles schwierig. Ein Leben zu führen, wie es zum Beispiel Fridays for Future vorhat. Ach, das ist doch alles Propaganda. Sag also ich ja. Das ist fast unmöglich. Von Fridays for Future, die können jetzt mal richtig anpacken da im Katastrophengebiet. Das wäre der erste Schritt zur Besserung. Und was macht die Neubauer? Organisiert die gerade die nächsten Demos. Das ist so lächerlich, so ein Quatsch. Das ist wirklich so ein Quatsch. Das ist eine Heuchelei. Das ist eine verwöhnte Millionärsgehörige, die noch nie in ihrem Leben irgendwas gearbeitet hat. So jetzt habe ich es gesagt. Und jetzt machen die da rum und sagen, die bösen Nazis da, also heimatverbundene, heimatliebende Menschen, die auch noch ein bisschen sich verbunden fühlen zu der Bevölkerung in diesem Land und die halt sagen, komm, wir haben Gerät und wir haben Arbeitskraft und wir helfen halt jetzt da, wo Not am Mann ist und so. Das kann schon sein, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen Heimatverbundenheit und Hilfsbereitschaft. Ja, das sind nämlich gute Tugenden, die anscheinend in manchen anderen Szenen nicht mehr so weit verbreitet sind, wo es bloß noch darauf ankommt, die Gosche aufzureißen. Wirklich. Und also und halt Wasser predigen und Wein trinken da. Wirklich. Also gerade. Ja, aber so, die werden doch instrumentalisiert. Die Grünen jetten die ganze Zeit in der Gegend rum und verbieten uns das Fliegen. Das ist alles Quatsch. Oder irgendwelche Heilsretter da, was weiß ich, so, die fliegen jetzt da zu dritt in den Weltraum, verbraten da, was weiß ich, wie viel tausend Liter. Du meinst den Amazon-Chef ja, genau. Bezos oder wie sie alle heißen? Und ich finde es okay. Der ganze Rest der Welt darf kein Benzin mehr verbrauchen, weil es wegen der schlimmen CO2-Bilanz. Und so. Ja, aber das sind ja nicht dieselben, die den Leuten verbieten, Auto zu fahren. Die haben ja eine Lieferkette oder eine Lieferflotte, die ist enorm. Und das sind nicht alles Elektroautos. Nee, das und ist als ob die gesundheitsförderlicher wäre. Ja, aber so das ist schon auch so im Sinn von diesen Konzernstrukturen, verstehst du? Also das ist ja eigentlich auch eines der Erkennungsmerkmale von Faschismus, wohlgemerkt. Also die Verbindung zwischen Staat und Wirtschaft, dass es immer mehr gekoppelt wird. An die Großen geht ja keiner ran. IKEA hat jahrelang keine Gewerbesteuer in Deutschland gezahlt, weil der Sitz in Luxemburg ist zum Beispiel. Und natürlich geht es bei den ganzen großen Ketten auch so, okay, ich gebe zu, ich bestelle auch ab und zu bei Amazon, man kann sich dem auch nicht ganz entziehen, meiner Meinung nach. Aber dass da halt, also dass dann praktisch da halt überhaupt nichts, da müssten eigentlich die großen Aufstände stattfinden. Nicht bei Leuten, die halt wirklich darauf angewiesen sind auf ein Auto. Und gerade jetzt beim Katastrophending, da stellt es mal alles mit Elektrofahrzeugen vor und sowas, weiß ich. Das ist alles Humbug und... Wenn der Strom abgeschaltet ist also, und dann das Elektroauto tanken und so weiter oder aufladen, ja, das ist natürlich alles schwierig. Quatsch. Also das wird noch eine ganze Weile nur so funktionieren. Und ja, weiß ja die Heuchelei, ich glaube, das kam so einigermaßen rüber. Also das, was da abgeht und so. Und ich hoffe wirklich, dass gerade in den Katastrophengebieten, ich denke, da findet auch so ein bisschen so eine Aufwachung statt. Also ich habe neulich ein schönes Video gesehen, da haben dann viele fleißige Helfer mit den Einheimischen zusammen da einen Choral gesungen, also einen christlichen Choral, und da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, okay, das, die Heimatverbundenheit und das gegenseitige Helfen, die gelebte Nächstenliebe in harter Arbeit, so um noch Schlimmeres, also um Schadensbegrenzung zu erreichen und um Leuten wirklich was Gutes zu tun, und zwar völlig vorbehaltlos, nicht aus Reklamegründen, wenn mich dann einer fragt, ja, und wo stehst du politisch und so, und man gibt dann kurz ein Bekenntnis ab und sieht, ja gut, wer hilft euch denn hier? Seht ihr hier die Regierung oder seht ihr hier uns? Und das ist ja anscheinend eher die Regel in diesen Gebieten als die Ausnahme. Und teilweise werden die Leute weggeschickt, weil es das heißt, die machen da Wahlkampf. Ja, Propaganda. Und die Großen machen es. Die stellen sich in irgendein Ding da. Habt ihr einen SPD-Fuzzi gesehen? Hockt da mit sauberen Klamotten einmal mit so einem Sandsack. Grinst kurz in die Kamera. Wahrscheinlich war er mit Styropor gefüllt, so wie der aussah. Einfach bloß nebendran, müsst ihr euch mal angucken, vom Uwe Junge, soviel ich weiß, ehemalige AfD, jetzt ich was RAF gesagt, AfD. Im AfD-Landesvorstand, glaube ich, von Rheinland-Pfalz. Der war früher auch bei der Bundeswehr, ich glaube sogar General. Und der halt so in Bundeswehrklamotten, Militärkleidung ist halt auch am praktischsten, praktisch auch bei der Gartenarbeit, weil es halt
transportierfähig ist und leicht. Also ich nicht. Direkt, ja, du arbeitest ja auch nicht. Ja, ja, hallo, du hast den Garten vor kurzem gesehen. Ja, ich hab den, Jo. Nee, da ist auch ein schöner Garten. Ja. Und, ja, und der hockt halt da, total schlammbesudelt und so, und macht mal kurz Pause und isst einen Apfel. Ja. Und der grinst auch nicht von die Kamera, hoffentlich kriegt es jeder mit. Den hat halt einer mal geknipst da. Was ich, und da hat man diese beiden Bilder mal nebeneinander gestellt. Da siehst du, was tatkräftige Hilfe ist und was Propaganda ist. Sorry, so ist es immer. Und also ich hoffe wirklich, dass das auch nochmal einen Rutsch gibt in der Bevölkerung, dass man merkt, da kann es sein, dass die da oben, dass die uns alle was noch verarschen. Aber du willst jetzt nicht ernsthaft sagen, dass wir mit der AfD besser bedient werden, als wir mit den jetzigen, oder etwa doch? Oh, ist das was Neues? Seit 6 Jahren sage ich nichts anderes. Also? Ja. Davor habe ich 20 Jahre das gleiche über die Linken gesagt. Ja. Davor aber. Nee, ich habe es auch überlegt, da mit der Basis und so, oder wenn jetzt viele enttäuscht sein, aber ich glaube, die haben nicht die Chancen, ehrlich gesagt. Also... Was? Die Basen? Die Basis. Die Basis ist eine Partei. Gut, da kannst du dir wenigstens sicher sein, dass wir denen halt... Wollen wir jetzt noch über Ameisen reden? Ja, ja eben. Nee, also irgendwas Neues muss ja kommen, das ist ja eindeutig, würde ich sagen. Aber ich denke halt, jetzt in 2 Monaten ist halt die Wahl und... Also, es wäre halt schön, damit es überhaupt mal eine Chance gibt auf einen Wechsel in die richtige Richtung. Und wir brauchen wahrscheinlich 10 Jahre, um das ganze Chaos aufzuräumen, was die Merkel veranstaltet hat. Und um überhaupt, ich sage jetzt mal, die Demokratie wiederherzustellen. Dazu gehört Wiederherstellung der Gewaltenteilung, Unabhängigkeit der Gerichte. Über die Bedeutung vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen muss man grundsätzlich reden, ob das überhaupt noch wichtig ist, so, weil es ist wirklich bloß noch Propaganda. Ich gebe zu, wegen dem Tatort schalte ich es nicht ab. Aber wenn du... Es gibt aber auch noch Extra 3 und die Anstalt. Das ist, ja, die Anstalt ist eine Ausnahme, würde ich sagen, aber... Bei Extra 3, da habe ich auch schon den Eindruck, die sind ja, weißt du, ich meine, als ja, Konservative oder so ganz, ja, Patriot ist das natürlich nah am Wirkkreis. Es ist halt manchmal lustig, dass sich alles natürlich in einer besseren Position so. Glücklicherweise. Ach, was ist Patriot? Welches geht mir halt auch um Vernunft. Also, und dazu gehört natürlich auch, dass ich mich erstmal um die Leute kümmere in meinem Umfeld und nicht um die am anderen Danke Ende, für den Kaffee. Am anderen Ende der Erde. Ja. Das mache ich nur aus Patriotismus. Ja, genau, weil sie das Kaffee machen. Nee, ach, ich meine, mir ist das auch nicht so wichtig. Und ich habe jetzt auch nicht ewig geheult, wo Deutschland aus der EM rausgeflogen ist oder so. Und das ist ja auch, das witzig. Es ist mir auch gar nicht so wichtig, unter welcher Flagge. Ich habe mir gar nicht mal groß angeschaut. Also mir geht es eher um, mir geht es wirklich um Menschlichkeit und um Vernunft. Das kann man auch nicht mehr in links und rechts einteilen oder so. Und ich meine, es ist bekannt, dass ich gläubiger Christ bin und so. Und dass ich da schon versuche, mich so nah wie möglich an den Kernaussagen der Heiligen Schrift zu orientieren, sowohl Altes als auch Neues Testament. Und da spricht halt einiges dafür, dass die Politik, die hier gemacht wird, mit diesem ganzen ideologischen Aufbau da, der je von wissenschaftlichen Instituten, die dafür bezahlt werden, Probleme zu erfinden, dass das also, ja, also dass es halt ein guter Weg ist, um die Apokalypse zu beschleunigen und die Hölle auf Erden zu schaffen. Ich wollte noch was sagen. Die totale Verwirrung auf Lateinisch Diabolo. Ja, sag mal. Ja, willst du mal in die Kamera gucken? Nein, sie hören mich auch so. Und zwar, warum hat Gott den Regenbogen in die Wolken gesetzt? Also, was war das Zeichen für was, Sören? Für Vielfalt? Nein! Für Treue. Ja, dass er die Erde nie wieder durch die Flugkatastrophe zerstören wird. Ja. Hm? Ja, gut, ja. Meine Frau will in die Kamera. Ja, ja, soll ja, ich weiß nicht zeigen? Nee, weiß nicht. Was war jetzt neu? Das oder? Wissen die Leute gar nicht. Nicht. Das ist eigentlich Gottes Fall. Also wir schauen 3 Leute Gottes zu. Ihr kennt die Geschichte nicht von Arche Noah? Also, die wenigsten wissen ja, das. Die meinen ja alles von den Schwulen, von den Lesben, von den Trans-Leuten und so. Nee, heutzutage, nee, ich glaub, die checken es doch mit der Jugend. Die weiß es ja, nicht. Ja, aber ich glaube nicht, dass irgendein Jugendlicher schon so fertig ist, dass er denkt, weil es wirklich mal einen Regenbogen am Himmel gibt, dass der denkt, ah, schau mal, die Grünen machen Reklame. Ja, schau mal, wie die das schon hinkriegen mit den Flugzeugen, so einen schönen Bogen. Die also, Jugend, die hat ja nämlich so viel im Kopf wie eins. Ja, da ist was dran. Oh, oh, die Katze. Also, es geht alles im Bach runter. Ja, haben wir es wieder versprochen. Tschüss. Na, ich muss mich kurz zurücklehnen, entspannen. Ja. Die Katze wollte doch nicht auf meinen Schoß. Hm. Hat mir das aber dann ihren Hinterteil hingestreckt. Da war mir nicht ganz klar, was ich damit sagen will. Mangelndes Interesse. Aber gut, ja, wir wollen jetzt noch einen Haufen Schwuddelkram besprechen und da können wir natürlich kein Publikum beigebrauchen. Was gibt es denn sonst noch für Themen? Also gerade was Regenbogen angeht,
Ich habe jetzt erst kapiert, was dieses LBGT-Dings bedeutet. Heute habe ich es schon mit I und Y auch dabei gehabt. Warum ist denn bei mir auf einmal aus hier? Warum nicht überhaupt mit zwei auf? Dass das eine auf YouTube ist und das andere auf Facebook. Aber jetzt hat es auf einmal ausgeschaltet. Das geht mittlerweile vom Handy direkt auf YouTube? Nein, das ist erstmal so ein Video. Ach so. Ah, ja. Aber damit das jetzt mal checken, was da technisch los ist, sagen wir mal Winke, oder? Und vielleicht noch ein zweites. Dann tun wir erstmal nicht online reden, was vielleicht noch möglich wäre zu besprechen. Also dass wir das hier so unprofessionell machen, das ist ja nur, um unsere Authentizität zu untermauern. Genau. Ihr wisst, ihr werdet nicht verarscht. Das machst du auch dich? Ja, mache ich jetzt erstmal dich. Ja, dann könnt ihr auch ein Gift machen. Ja, genau. Bis später. Okay, Allah. Also das Wesentliche habt ihr kapiert und haltet durch. Gott ist immer noch über allem und wenn man ein bisschen länger durchhalten, bis heute kam jede Wahrheit ans Licht. Vielleicht noch ein Satz. Wann in der Geschichte, habe ich von Boris Reitschuster neulich gelesen, Superman. Wann waren die zensiert haben, die Guten? Einfach mal drüber nachdenken. Seid mega fett gesegnet.